Hey Freunde Süddeutsche am Boden und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Cult of the Lamb. Schön, dass ihr wieder eingeschaut habt. In der letzten Folge haben wir ein bisschen eine Fighting-Folge gemacht. Pano. Roben, haben wir irgendwie gerade freie Roben? Ne, wir müssen mal Roben machen. Dunkelhalskette. Dämonenhalskette, Dunkel. Ich gebe ihm die mal und dann opfern wir ihn am Schluss, um die zweiten, um den zweiten Katzenbodyguard zu kriegen. Dann wird er halt gerade direkt geopfert. Am Schluss der heutigen Folge. Kümmere dich um die Farmen. So. Wir machen gerade noch die Samen wieder bereit, damit wir genug Essen haben. So, komm schon. So, noch gerade eine Frage, wenn wir hier gerade auffüllen. Ich hatte mal eine Zeit lang vor, nach Ende von Cult of the Lamb es nochmal durchzustreamen im Stream. Aber da Cult of the Lamb mittlerweile so ein gigantisch riesiges Spiel ist, bin ich mir nicht mehr ganz sicher darüber, ob ich das überhaupt machen soll. Weil das ein riesen Stream-Projekt geben könnte, ne? Und für den anderen lassen sich zu sehr gehen. Wir müssen die anderen ermutigen, geistige Stärke zu entwickeln. Und zu lernen, deren Versuchung zu widerstehen. Prüfe uns mit einer Fastenzeit. Okay. Jarlen. Vielen Dank für Der ist ja natürlich, der ist ja einer aus dem Comic, das wir angesehen haben. Das Digital Comic haben wir ja vor ein paar Folgen angesehen. Er ist ein Charakter daraus. Er ist ja der Bruder von Lalala, heißt die, glaube ich. Mächtiges Land, dieser Ort ist wirklich ein Paradies. Meine Schwester wäre hier so glücklich. Ich habe es ihr geschrieben, aber sie ist noch nicht angekommen. Könntest du sie für mich finden? Ich denke, ein guter Standpunkt wäre Seidenwege. Suchen wir die mal, dann holen wir eben, wie in der Story, jetzt die anderen zurück. Wo haben sie angefangen zu streiten? Hallo? Keine Ahnung. Wait, what? Digga, Weber hat Foxy umgebracht. Na, oh mein Gott. Warum? Ach. Weber, du bist so ein Drecksack, muss ich dir gerade ehrlich sein. So. Das war jetzt gerade richtig doof. Aber was soll's? Ritual des Fastens sollen wir noch durchführen. Wir haben sowieso gerade alle Hunger, also trifft sich das eigentlich gerade sehr gut. Machen wir kurz das Ritual, damit wir auf die Dinge gehen können. Fastenritual hier. Mach das kurz. Okay, können wir... Oh, ups, ich habe hier schon gepredigt, so. Ich glaube, es ist ein bisschen gesungen, aber der steigt gerade wieder durch den Auftrag. Ich habe gesehen, wenn es gerne Obst, Maichu bevorzugt Kot. Ich kriege das beim nächsten Mal besser. Ja, das wollte ich eigentlich gerade... Aha, okay. Ich war ein bisschen verwirrt. So. Auftrag abgeschlossen. Wir brauchen auf jeden Fall Dämonen. Nimm Happy mit. Der wird uns von gutem Nutzen sein, Happy. Nimm noch Front mit. Oder warte, nee, wir nehmen ein anderes. Wir nehmen noch Foxy mit. Der wird uns unterstützen. Und wir nehmen...
noch einen Nahkämpfer. Nimm noch Penne mit. So, kann ich hier noch... Füll das hier noch kurz auf. So, sehr gut. So, die anderen gehen ins Bett. Das ist doch top. Das Ding ist gesperrt. Die können nicht hungrig werden. Das ist sehr gut. Dann auf ins Ding. Auf zur letzten Fight. Ich hoffe, wir kriegen diesen Explosionsfluch. Bitte! Göttliche Explosion. Gleichzeitig direkt dafür gegen besessen werden. Nimm das Projektil mit. Und nimm die mit. Ja, die ist besser als die Hände, definitiv. Okay, die Räume werden mittlerweile ziemlich voll. Die Räume werden mittlerweile ziemlich voll und ziemlich anstrengend zum Fighten, wenn ich ehrlich sein muss gerade. Boah. Sehr gut, der Raum wäre geklärt. Kill den Healer! Gut, der wird erwischt. Yes! Noch zwei zusätzliche Dämonen! Sehr, sehr nice. Wir gehen hier lang. Yes, erwischt. Sehr gut. Dann war, glaube ich, der andere Weg, die Sackgasse. Den mal mit seinen doofen Geschossen weg. So. Und eine Tarotkarte. Sehr gut. Zusätzliches Herzen, blaues. Das ist sehr gut. Boah, wir haben richtig viele Herzen wieder mal. Aber schreibt mir gerne, habe ich es vorhin gesagt, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr wollt, dass ich das Projekt nochmals durchstreame. Also das Spiel nochmal im Stream mit euch durchspiele. Oder ob ihr das nicht wollt, weil das Projekt einfach zu lang ist. Schreibt es auf jeden Fall sehr gerne in die Kommentare. Oh mein Gott, was ist er denn für ein Oschi? Erstmal den Kleinen loswerden. Wow. Oh mein Gott, wir haben ihn. Sehr gut. Yes. Fighting-Raum geschafft. Danach erhöht sich der Schaden um 30%. Story geht hier in die Richtung. Also Ding. Jarlon Story. Kleidershop oder Katzenshop? Mach Kleidershop. Dann kriegen wir mehr Klamotten. Hier, gib mir Klamotten. Kleid für den Abend. Ein Abendkleid, ja mein. Nice. So, kriegen wir hier noch ein bisschen Heal raus. Oder auf jeden Fall ziemlich viel Seide. Die Katze wäre die mit dem Heal gewesen, glaube ich. So. Anhänger. Genau, da sind sie. Zack, da ist er weg. Oh ne, da gibt es noch mehr. So, komm schon.
Weg mit den Typen. Yes. So, komm schon. Weg mit dem. Yes, Rams. So, beide mitgenommen. Sehr, sehr nice. Da wird jetzt auch die aus dem Ding. Aus dem Digital Book Cover. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, wie man es sagt. Au. Sehr gut. Ich hätte halt gerne noch ein Relikt mehr. Das wäre noch schön. Oh, natürlich kommen zwei Giftspinnen raus. Na. So, weg mit dem Zeugs. Da kamen Krabben aus der Truhe, ja man. Ah, erhalte 5 Eifer, wenn du getroffen wirst. Gegner hinterlassen zweimal mehr Eifer. 5 Eifer, wenn ich getroffen werde? Ja, moin. Oh, Mist, keine Munition mehr. So, weg mit dem. Geh mal unten lang. Okay, das war auf jeden Fall nicht die Sackgasse. Da kam eine Bombe geflogen. So, weg mit denen. Dann ist, glaube ich, der andere Teil ein Ding. Yes, noch ein blaues Herz mehr. Also ein halbes. Okay, wir haben richtig viel HP. Das ist sehr gut. Ich gehe unten lang. Der andere hat sich gerade selbst Damage hinzugefügt, weil er da in das Ding reingeschossen hat. Hier lang. Ah, hier ist schon das Ding. Warte mal, will ich aber noch den anderen Raum ansehen. Ich hatte eigentlich auf den Tarotkarten oder einen Reliktshop gehofft, aber leider nein. Leider nein. Müssen wir schauen. Ach. Ich hatte eigentlich gehofft, wir kriegen das Ding. Das explosive Teil, aber leider nein. Müssen wir bei diesem Teil bleiben, das wir jetzt haben. Außer es kommt jetzt noch ein Shop und das explosive Teil ist drin, aber I don't know. So, weg mit dem. Sehr gut. Oh yes, ein Relikt. Oh mein Gott, wir haben keine abtrünnigen Anhänger, Mann. Gib mir ein anständiges Relikt. Yes, okay, gut. Raum geclearet. Machen wir mal weiter. Was haben wir hier? Oh, wir sind so ein Riesen-Oschi.
Perfekt. Eine ziemlich gute Truhe. Nice. Geh mal hier lang. So, weg mit denen. Bitte nochmal irgendwie ein Dämonenbeschwörungsding. Für angehen, sprich in der Menge deine Tarotkarten zu. Eine Chance, ein blaues Herz zu erhalten. Wir haben 3 Tarotkarten, also 3 Damage eigentlich. So wie es aussieht. Klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, genau! Er spawnt und schiebt mir gerade direkt die Fireball in die Fresse. Hat er es schon wieder versucht, der Drecksack, aber ich habe keine Muni. So, Oh mein Gott, das sind nur so Dreckshammer. Mach die weg, ey. Hammer sind furchtbar. Oh, Bossfight. Wir sind beim Bossfight. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's sehr spannend. Shamura, wir kommen. Drecksack hat, oh mein Gott, sein halbes Gefäß gefällt. Ich werde deinen endlosen Krieg führen. Auf diese Weise soll das Fegefeuer dem Leben gleichkommen. Ich werde deinen endlosen Krieg führen. Auf diese Weise soll ich bestraft werden. Ihm fällt sein halbes Gesicht, Mann. Gott, dem Typen geht's gar nicht gut. Wow. Okay, ich hab gedacht, er spawnt mehr Enemies. Yes, wir haben ihn. GG's. Yes, sehr nice. Wir haben Shamura. Und wir haben alle nochmal besiegt. Kehre zu die Unknown zurück. Okay, dann schauen wir mal. So, mehr gibt's hier nicht. Dann zurück zum Kult. Oh mein Gott, okay, wir haben jetzt alle 4 nochmal gekillt. Also Leshy, Hecate, Kalmar und Shamura. Wir haben sie nochmal durchgemacht. Tubuse, denn das Königreich des Lamms ist entstanden. Jetzt bin ich gespannt. Okay, wir haben direkt wieder eine Träne draus gekriegt. Ich kann nicht glauben, du hast sie gefunden. Also vielen Dank, Anführer. Genau, wir haben ja jetzt Jarlens Schwester gefunden. Das ist schon mal sehr gut. Dann können wir die mal indoktrinieren. Autsch.
nehme die gerade mit. Sehr nice. Dann hier Rinor. Nehmen wir auch gerade mit. Mach die Farmen. Und Shamura will ich natürlich auch so, wie er ist. Aber ich habe nicht gewusst, wo bin ich? Wer sind wir? Ich spinne mein Netz, ich fange Beute, spinne mein Netz Tag für Tag, morgen wie heute, in der Nacht höre ich sie fliehen, doch Gnade lasse ich nicht ergehen. Läuft bisweilen weg, wenn er Angst hat. Oh, hat der Panik vor uns, oder wie muss ich das sehen? Oh, er ist... Indoktriniere alle 5 Bischöfe in deinen Kult. Erfolg. Ihn muss ich noch umerziehen, er ist böse. So. Nee, ich wollte nicht mit ihm reden. Rinor hat einen Auftrag. Oh, Anführer, das ist cool. So cool gegen diesen furchtbaren Typen gekämpft. Richtig gut. So, wir müssen Yalala lernen, genau. Heilen. So, da geht's hier auch wieder gut. Penne. Gepen. Baal ist leider gerade gestorben. Begraben wir ihn. Aber ihn müssen wir noch zurückholen. Bei ihm gibt es noch ein Secret. Den brauchen wir wieder. So, 3 Leute sind immer noch müde. Wo denn? Happy. Gepen, danke fürs Unterstützen. Und der normale Foxy. Hier. Foxy Gepen. So, dann kurz Truhen leer machen. So, das hier wieder ein bisschen auffüllen. Ich halte kurz noch eine Predigt, ein paar Rituale, damit wir da, damit nicht bevor die Nacht einbricht. Krone, wir können glaube ich wieder eine Doktrin halten. Yep, können wir, sehr gut. Machen wir das mal. Wir fangen wieder bei Jenseits an. Für einen Tempel, ein Ritual durch, um ein Begräbnis für einen deiner kürzlich verstorbenen Anhänger durchzuführen. Erhalte 20 Glauben, Eigenschaft, die Jungen sterben. Die Guten sterben jung. Alle Kultmitglieder haben die Eigenschaft, die Guten sterben jung. Du erhältst 10 Glauben, wenn du einen Ältesten opferst, ermorderst oder verzehrst. Aber du verlierst 20 Glauben, wenn ein Ältestes eines natürlichen Todes stirbt. Nee, wir nehmen das Begräbnis. Das klingt auch noch spannend. Ich glaube einfach, diese Tafeln sind jetzt dafür da, damit du den Rest einfach auch noch freischalten kannst. Alles, was dir noch fehlt und so. Sehr gut. 3 haben Level gekriegt. So, dann Rituale. Können wir? Ja, wir können schon jemanden wiederbeleben. Genau, wir wollen Baal wieder. Nein, ich möchte eigentlich Foxy auch wieder. Okay, wir warten auf Baal und Foxy. Ich hole jetzt zuerst mal Baal zurück. Weil den brauchen wir noch für ein Secret, dass wir vielleicht nächste Folge oder übernächste, ich weiß nicht, wie viele Folgen ich noch mache und wie viele Secrets ich noch grinde, also grinden in Anführungszeichen, ersuche. Aber mal schauen, da ist nichts mehr Spannendes, was wir machen können. Halt noch eine Predigt kurz. Und dann will ich noch zum Unknown-Typi schauen gehen, was der jetzt zu sagen hat. Und wie es jetzt weitergeht. Weil wir haben jetzt eigentlich alle Bischöfe nochmal gekillt. Also muss ich mal schauen, wie es jetzt weitergeht. So, dann kurz hier das hier wieder auffüllen mit allem, was wir benötigen. Ich frage mich gerade, wie viele Pilze habe ich mittlerweile eigentlich?
591. Ja, moin. Okay, chill doch. So, mach da die Fische weg, die du nicht verkochen kannst. So. Gut, wir könnten eigentlich noch ein Kleid machen. Welches haben wir noch nicht? Roben. Einzigartige Roben. Die hier haben wir halt noch nicht, ne? Genau. Dienstmädchenkleid. Wir machen mal das. Nein, ich hab verkackt! Na gut, wir haben mit... Ja gut, die Sünde kriegst du nicht wieder, aber sonst... Oh mein Gott. Okay, das Spiel ist ziemlich schwierig. Das Minigame. Oh mein Gott, okay, ich war wieder ein bisschen zu früh, aber wir haben's. Wir haben's. Boah, war das knapp. Holy... So, dann gib hier noch die Coins wieder einen Auftrag und Goldbarren und dann mach hier mal Seide. Und wir brauchen mehr Sünde, um die Dinge zu craften. Die, wie sage ich, die Kleidung. Also mehr Kleidung zu craften. Soso ist wieder ziemlich abwegig mit seinen Gedanken. So, und schauen wir mal, was jetzt da Noan zu sagen hat. Shamura und ich haben nicht viel Handel getrieben. In Wahrheit brauchte er kaum etwas von mir. In Wahrheit eine Schande, was aus ihm geworden ist. Du hast also deine Aufgabe erfüllt, Rote Krone. Die Bischöfe sind nicht länger gefangen. Was nun aus ihnen wird, interessiert mich nicht. Was allerdings aus dir wird. Ich habe schon mit vielen Gottheiten zu tun gehabt, deren Pläne sich im Laufe der Jahrtausende wiederholten. Deine Pläne allerdings sehr interessant. Daher biete ich dir einen Segen an, zur Festigung unseres neuen Vorhabens. Dieser Schrein ist dem Antlitz eines Gottes nachgeformt, mit dem ich einst gehandelt habe. Möge er dir an die Rolle erinnern, die du nun auszufüllen hast. Yo, jener der wartet. Eine Trophäe für das Töten von jener der wartet. Ja, mein. Neugeborener Gott, dieses Land verändert sich unter deinem Einfluss, das stimmt. Die Gesetze dieser Welt sind sogar jene der Nächsten nicht formbar geworden. Der Äther, der viele Zeitalter auf eine bestimmte Weise floss, lässt sich allerdings noch nicht so leicht umlenken. Was so ruhig wirkt, hat Tiefe. Es gibt noch viel zu entdecken, Gottes Tränen bleiben. Gibt der Selbstgefälligkeit keinen Raum, um Wurzel zu schlagen. Okay. Und doch hast du dich als würdige Gottheit erwiesen. Nimm deinen rechtmäßigen Platz im Pantheon ein. Du hast ihn dir verdient. Gepriesen sei das Lamm, gepriesen sei der Gott des Todes. Gott des Todes Flieses, erhalte bei der Wiedererweckung 2 kranke Herzen. Und jetzt? Vielen Dank, dass du unser Spiel spielst, edler Jünger. Bitte verbreite das gute Wort nah und fern, damit auch andere die Göttlichkeit lernen, des mächtigen Lammes gesegnet werden können. Wir haben das Spiel ein zweites Mal durchgespielt. Oh mein Gott, wir haben es ein zweites Mal durch. Okay. Okay. Boah, richtig, richtig geil. Ist halt ein bisschen schade, dass es eigentlich so ein bisschen das gleiche ist nochmal. Aber ich find's nicht schlecht. Ich find's nicht schlecht. Es ist richtig geil.
Perfekt, wir sind hier im Menü. Dann hätte ich gesagt, wir sind jetzt Gott des Todes. Ich muss mir noch überlegen, ob ich noch eine Folge raushau oder nicht. Schreibt es mir, wenn ihr bisher geschaut habt. Auf jeden Fall vielen Dank. Schreibt gerne in die Kommentare, wollt ihr noch mehr Folgen sehen, wo wir so ein bisschen Secrets machen? Wir haben ja den roten Wolf noch, wir haben noch das ganze Zeug bei Midas noch. Es gibt noch ein paar andere Sachen, wo ich noch weiß, wo man machen kann. Also wir haben auf jeden Fall noch Material für ein, zwei Folgen. Schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare, ob ihr noch ein, zwei Folgen mehr wollt. Und unbedingt in die Kommentare schreiben, ob ihr möchtet, dass ich das nochmal durchstreame, das ganze Spiel, weil ihr seht hier drüben, da unten, da ganz unten rechts, das markierte Twitch-Zeichen. Ah ne, warte, das ist das Discord-Zeichen. Man kann sich hier mit Twitch verbinden. Und dann könntet ihr eigentlich so ein bisschen Einfluss auf mein Spiel haben. Also ihr könnt Events triggern und so und machen. Und so, also sagt auf jeden Fall Bescheid in den Kommentaren, ob ich nach dem Finale von Cult of the Lamb, wenn ich noch zwei Folgen bringe oder ein paar mehr, ob ich das dann nochmal durchstreamen soll oder ob ich sein lassen soll. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall, ich höre jetzt hier auf zu labern. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns in einem der anderen Projekte wieder. Ich hatte gerade den Faden verloren. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Thank you.